Tief, tief im dunklen Wald waren Hänsel und Gretel unterwegs. Und Darth Vader. Genau. Ja, das ist Gretel, genannt auch Darth Vader. Wir sind unterwegs bei Satisfactory Time und wir sind in der Wildnis unterwegs. Wir haben uns einen Trekkie 2. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier hochkomme. Weil ich durfte in der letzten Folge fahren und jetzt... ich komme hier nicht... Noch irgendwo hin. Warte. Voll daneben gesprungen. Guck mal von hier jetzt, von der schrägen aus. Ja, warte mal. Ja, super. Vorbei. Also man kann da schon lang fahren. Ich würde da mal vorsichtig versuchen. Ja, ja. Wir fahren also weiter in die Wildnis. Stimmt, da geht's ja lang. Und gucken mal, weil wir... Oh, scheiße. Okay, du fährst jetzt bitte ganz vorsichtig. Wenn wir hier runterstürzen, das kriegen wir nie wieder. Ich weiß... Brauch nur einen Microfreeze haben und dann war's. War's das. Okay. Da geht's immer noch weiter. Hallo. Oh, da oben ist irgendwas. Keine Ahnung. Rannte da gerade. Das war so ein süßer Hund. So ein Dachshund. Okay. Und jetzt kommen wir nicht weiter, weil wir nicht durch die Höhle kommen. Oh, das ist gar keine Höhle, oder? Das sieht so aus, als könnte man das sprengen. Du hast doch erzählt, dass man sprengen kann später. Später, ja, ja. Später ist ja, gut möglich. Der Felsen sieht doch verdächtig. Na gut, dann... Ja, ja. Okay, das heißt... Boah, heftig. Da unten steht er und lenkt. Das sieht so bescheuert aus, wie du da drauf stehst und die ganze Zeit läufst. Na, das sehe ich nicht. Ich höre es nur. Aber ich finde es cool, wenn man dich so lenken sieht. Ja, aber der Charakter zittert ein bisschen dabei, ne? Nö, eigentlich nicht. Echt? Bei mir zitterst du immer so, als hättest du irgendwie... Kaffeeentzug. Kalt. Nein, nein, es ist Kaffeeentzug. Okay. So, hier waren wir. Dann fahren wir jetzt mal eine andere Richtung. Gucken wir mal. Wir wollen ja... Ich weiß nicht, ob man hier durch den Wald irgendwie durchkommt. Der Wald... Sieht nicht so aus, ne? Nee, vielleicht so ein bisschen leicht rechts da lang. Weil in dem Kessel links waren wir ja schon. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Fels, wenn es besser aussieht. Das ist schon cool hier. Das ist schon das ist sehr, sehr cool gemacht, ja. Aber da kommen wir, glaube ich... Ich guck mal, ob es gut. Guck mal, hier geht's lang. Mhm. Quasi into the woods... Ja, genau. Was ist denn? Okay, da können wir runter fahren. Soll ich oder nicht? Ich weiß. Ach komm, scheiß drauf. Hat er putt gemacht. Spektakulär. Aber der Wagen hat auch Gesundheit, ne? Das sieht man hier. Echt? Mhm. Müssen wir ihn reparieren? Ich weiß bloß nicht wie. Boah, ist das krass hier. Aber wenn du hier oben drauf sitzt, wirst du ein bisschen... Ich würde sagen, wir steigen mal ab und sitzen mal ein bisschen so. Guck mal hier, diese riesigen Pilze. Mhm. Das ist ja krass. Oh oh, ein Feuervieh. Oh, nicht nur das. Ein kleines. Ach, da unten sind noch andere Pilze. Wo bist du denn? Verstecken ist unfair. Oh, ich glaube, ich habe dich getroffen, Entschuldigung. Mhm. Cool. Das sieht cool aus, oder? Das, guck mal nach oben. Ja, ja. Und trotzdem muss ich wieder mal leider sagen, es erinnert mich schon wieder an... Was war denn das? Da ist noch ein Feuervieh. Woran erinnert es dich? Schon wieder an World of Warcraft. Diese Riesenpilze gab es ja da auch. Echt? Auf der Scheibenwelt. Mich erinnert das eher an, wie heißt denn dieses Spiel, was so mega gefloppt hat? Mit prozeduralen Welten und so. Sky, irgendwas mit Sky. Mhm. Scheiße, komm ich nie drauf. Essen. Cool. Huch?
spinnen! Echt jetzt? Ja, ernsthaft. Du kannst übrigens, es gibt einen... Boah, die war aber schnell tot. Es gibt einen Anti, also wenn du eine Arachnophobie hast, kannst du es umstellen. Mhm. Und dann laufen keine Spinnen auf dich zu, sondern so komische Katzenbilder. Okay. Ja, bescheuert aus. Leider kann man hier nichts rausnehmen aus der kleinen. Boah, da muss ja irgendwo eine Höhle sein, wenn hier eine Spinne ist, oder? Mit mehreren Spinnen. Ich hasse Spinnen. Da ist die nächste. Oh, das war aber schon eine größere. Oder nicht? Ich dachte, die gibt's nur in Höhlen, aber hier ist nichts. Ja, wollen wir mal weiterfahren? Ja, müssen wir bloß irgendwie zu unserem Auto zurück. Ja, das sieht man ja oben auf dem Radar. Das Problem ist, dass wir zwei haben und ich jetzt nicht weiß, welcher. Okay, da bin ich jetzt aber doch froh, dass wir den Darth Vader-Stab haben. Ja, ja. Wow! Oh, du musst mal herkommen. Okay, das war jetzt überhaupt nicht übersteuert im Mikrofon. Du musst mal herkommen. Oh, hier sind Spähpilze. Was? Wo? Warte mal, gucken, wo du bist. Das ist ja ein toller Ausblick. Cool. Komm mal her. Guck mal hier, der Ausblick. Ach. Heilige. Heftig, ne? Ich meine, ich komme mit dem Auto nicht durch. Da hinten ist auch ein Wasserfall und da ist auch ein Durchgang. Aber ich befürchte, da werden wir den Wagen... Ach, das ist alles Wasser da unten. Ja, man könnte jetzt hier ins Wasser springen, glaube ich. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Da unten leuchtet auch was. Guck mal, direkt ja, unter uns. Das ist wieder so ein... Ja, weiß ich nicht genau. Ja, doch, das ist so eine Kugel, wie ich sie auch schon mal hatte, die man nicht erforschen kann. Gut, gehen wir mal zurück zum Auto. Ja, wenn ich es finden würde. Ich und meine Orientierung. Ich dachte, das heißt ich und mein Holz. Mir aus. So. Oh, hier muss er noch sein. Eigentlich ja. Einer von beiden Ach, sollte hier sein. Huch. Okay. Hier geht's auch tief runter. Ja, und parkt rein. Oh, ouch. Was denn? Gefallen? Ich bin runtergefallen, ja. Ich wollte eigentlich auf den Pilz drauf springen, aber. Sag mal, so weit weg war der doch gar nicht. Doch, hier steht er. Komischerweise in die andere Richtung. Wir sind gängig. Also komm einfach in meine Richtung dann. Dann falle ich jetzt hier runter. Jo. Da hinten? Okay. Oh Gott. Wie soll ich denn hier runterkommen? Ich bin auf dem Pilz. Ganz weit oben. Es ist... Wir springen auf die nächst tiefere Ebene, wenn das geht. Oder ich komme mit... Ach, das hat gar nicht so viel wehgetan. So, warte. Ich fahre hier wieder ein Stück runter. Dann kannst du von der Anhöhe springen. Nee. Das ist zu weit weg von der Anhöhe. Bäh. Okay, wir brauchen definitiv eine Leiter. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Ich auch nicht. Vielleicht fahren wir doch erstmal ein Stück zurück und... Ich weiß ja nicht mal, wo zurück ist. Na gut, das sieht man ja oben. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Alles sehr schön. Aber... Huch. Oh, achso, das ist so ein... Oh, eine Spinne. Warte, guck mal, die greift das große Vieh an. Huch. Keine Ahnung. Ich sehe... Greift so uns an. Das ist tot. Ich hab ihn drüber gefahren. Nein, die ist nicht tot. So eklig. Die greift uns an. Jetzt rennt sie weg. Aber die kommt gleich wieder. Und du. Was ist denn hier? Ja, die hier ist ein. Oah! Okay, die springt auch hier oben drauf. Mhm.
fahr mal weiter. Ja. Oh, Gift. Scheiße. Nein. Ich meine. Ach, die lebt immer noch. Das ist Drecksvieh. Ja. Okay. Ja, okay, wo sind wir denn hier gelandet? Keine Ahnung. Ich würde sagen, mal ab. Wir machen erstmal die Spinne kalt, weil hier sind auch Fliegen. Die möchte ich nicht auf dem Auto. Geht's? Schüttelst mich gleich. Boah, guck mal. Was denn? In der Mitte, das ist wie eine Art Geysir, was da rauskommt. Aber ich glaube, wir müssen erst mal die Fliegen hier wegmachen. Hm. Kommt geflattert. Und du darfst natürlich nicht so nah an mich rangehen und hauen. Ich weiß, ich bin extra auf Abstand gekommen. Guck mal hier, siehst du dieses in der Mitte da? Was, wie vereist es? Wuff. Wahnsinn, wer sich das alles ausgedacht hat. Oh, ein Speckpilz. Was auch immer ein Speckpilz ist, aber man kann ihn mitnehmen. Geysir kann man nicht aufnehmen. Das dachte ich mir, dass man den nicht aufnehmen kann, aber vielleicht kann man irgendwas. Du bist ein bisschen abgehackt. Achso, Entschuldigung, ich sagte, da stand. Geysir kann man nicht aufnehmen. Ja. Das dachte ich mir. Aua! Entschuldigung. Was? Ach so, ja. Vielleicht kann man da irgendwie die Energie rausziehen. Keine Ahnung. Ich überbauen oder so. Ich nehme jetzt erstmal Speckpilze mit. Da kommen noch ein paar. Da kommen die nächsten Fliegen. Kommt. Hey, du musst mal hierher. Oh, da ist noch eine Fliege hinter dir, warte. So, was denn? Wow. Ach du heiliges Blechle. Und das, überleg mal, ist es nicht weit weg, da haben wir eine total andere Landschaft gesehen und jetzt hier um die nächste Ecke sieht das aus. Ich glaube, aber nachts sieht das jetzt auch nochmal so richtig cool aus im Vergleich. Wir sollten da mal runter. Ich will diese Leuchtpilze. Ich will erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ah, da ist schon wieder ein Feuervieh. Na gut, die tun ja nicht. Aua. Ja, hier sind etliche Feuervieh. Tada, 10.000 Feuer. Die Frage ist, wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir dann auch wieder rauf. Rauf. Das befürchte ich eben auch. Was ist denn da los? Da ist ein Giftbaum weg. Kommen wir dann jemals wieder hier hoch? Oder müssen wir dann einen ganz anderen Weg gehen, um nach Hause zu kommen? Da hinten sind auch Spinnen. Spinnen und Feuerfliegen. Und eine Elektroschnecke liegt da noch. Ja, gut. Ich finde diese Leuchtpilze hier viel spannender. Tja, weiß ich nicht. Also. Das Problem ist, wahrscheinlich kommen wir irgendwo irgendwie wieder nach Hause, aber dann haben wir unseren Trekkie. Wir können uns ja hochbauen. Im Zweifelsfall bauen wir uns hoch. Unseren Trekkie haben wir dann verloren. Ja, komm mal hier runter, wir bauen uns dann hoch. Das kriegen wir schon hin. Jetzt erstmal diese Elektroschnecke haben. Diese Bäume sind so schön hier. Das ist wie in so einem chinesischen Garten. Ja, da kommt Feuerteufel. Okay, das war ja kurzes Vergnügen. Flup. Aber wir haben immer noch keine anderen Ressourcen gefunden. Nee, Metalle oder so. Wir müssen mehr auf Felsen achten und die dann auch abbauen oder testen. Ah, Aufheben von Mycelium. Ich habe Mycelium aufgehoben. Pilz. Du hast eindeutig zu viel Spaß hier.
Aufheben von Myzelium, das ist das hier unten. Keine was Ahnung. Was ist das Rote hier? Ja, das auf dem Boden. Was ist das hier? Achso, ne. Oh, da ist auch einer. Hallo. Oh, der ist aber geflogen. Wo ist der Alien-Panzer? Keine Ahnung, was man mit Myzelium. Keine Ahnung. Da. Ich hab ihn nicht. Oh, ich muss dringend erstmal gucken, was macht man mit Myzelium. Naja, ich glaube. Biomass burners and vehicles can use it power. Ah. Wow, okay. Das Auto an. Das ist ja auch cool. Dann sollten wir viel mehr davon mitnehmen. Ich muss auch was essen. Oh, was denn? Schießt da hinter mir? Ja, großer. Hier, da im Kreis rennt. Uff, weg ist er. Riesenpilze. Was für ein Land. Da kann man drunter wohnen. Hier, oder die Umgebungsgeräusche sind auch. Mhm. Aber Ressourcen sind hier nicht viele. Nee. Also bis jetzt nicht. Na gut, zumindest keine. Es gibt ja neue Ressourcen noch, ne? Also wir kennen ja noch gar nicht alles. Nüsse! Oh, hier ist wieder ein großer Grünschießender. Na, du bist ein bisschen weit weg. Ja. Okay. Oh, da hängt was an der Klippe. Bin ich der Druide, den du suchst? Hau ab! Mann, das ist er nicht, der lebt immer noch. Geht's? Kommst du klar? Ja, ich bin bloß fast tot. Ach so, na dann. Ich habe keine Nüsschen mehr. Kann man die Speckpilze auch essen? Die geben richtig viel. Wer denn? Die Speckpilze geben richtig viel Energie zurück. Echt? Mhm. Oh, wieso komme ich denn nicht an diese Schnecke ran? Ach, da oben ist eine Schnecke drin. Ja, aber ich komme nicht ran. Was hier so? Kommen wir gar nicht hoch. Wird mir nichts angezeigt zum Nehmen. Mann, jetzt habe ich endlich auch mal eine gefunden. Na, irgendwie. Soll ich vielleicht freisprengen oder so? Oh, da sind Spinnen. Hier rennt eine Spinne lang. Ich wollte sagen, es gerollt. Kann vor. Boah, ich hab voll den Ekel hier, wenn ich die Viecher sehe. Ist da nur eine Spinne? Haben wir Zähl auch essen? Schade. Krass. Guck mal hier runter. Mhm. Oh, das sind Nüsse. Krass. Sieht aus wie Korallen, ne? Ja. Man kann es aber auch nicht abbauen oder testen oder so. Ja, da unten ist Wasser. Krass. Schon schön gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, willst du runter zum Wasser oder? Hoch. Und das ist ein Strand und Wasser. Und dann kann man da irgendwo rüberschwimmen. Ich will bloß hier nicht runterspringen, Das ist mir zu hoch. Nee.
Ich denke mal, wir werden drei Folgen brauchen, um wieder den LKW zu finden. Also hier kann man springen, hier springt man ins Wasser. Oh, guck mal da. Und, hat dir das was getan? Nö. Ich sehe bloß nicht mehr, das Wasser ist irgendwie komisches Wasser. Ich würde mal interessieren, was das hier für Gebilde sind. Also die hier im Wasser stehen, diese sehen cool aus, ja. Ja. Sehr heftig. Oh, was hast du denn da für ein Riesenvieh? Der ist wirklich groß. Vorsicht, da sind auch noch Bienen, ja, Wespen. Ja, ich seh's. Wow, das ist ja ein cooles Teil. Kannst du den reiten? Nee, leider nicht. Da ist eine Schnecke im Wasser, die ist meine. Ja, Vorsicht, fliegen. Naja, die kommen, das weiß ich, aber... Oh, du hast noch mehr Fliegen gebracht. Jo, ich dachte, ich mach die mal weg, eher die. Was bist du denn? Nicht, wenn die um einen umkreisen. Oh, ein Dachshund. Oh, er wollte auch wieder nicht geschreckt. Ja, ich drücke mal E zum Streicheln, wie sie es mir sagen, und dann rennt er weg. Ich muss ihm Nüsschen geben. Wird ja gerne so ein Dachshund zähmen und züchten und mitnehmen und... Ja, das wäre was Schönes. Ist das hier wieder so ein Speckpilz? Die geben echt viel Energie, die sind wirklich gut. Okay. Oh, das hier sieht aus wie Wasserfall. Oh ja, da sollten wir nicht... Da drüben ist wieder so ein Glühstein. So ein... Bitte nimm mich mit, Stein. Wo? 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 Ein Wasserfall geradezu auf der anderen Seite. Mist. Feuervieh. Okay, ich bin fast tot. Nein, der stürzt mich noch ins Wasser. Vorsicht. Boah. Oh. Oh. Hast du ihn? Nee, er rennt. Oh, ich habe Schwefel gefunden. Ach, da kommt er wieder. Dreht eine Runde. Sind schwebende Steine. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig hier. Hast du denn Schwefel gefunden? Er war hier gerade, da wo er jetzt liegt, da drunter. Habe ich gerade abgebaut. Ah ja, cool. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen. Oh, da drüben! Ja, genau. Und guck mal nach rechts. Da ist eine Absturzstelle. Wo? Da auf dem Vorsprung. Ernsthaft sehe ich nicht. Ja, sieht man vielleicht nur von hier. Oh, wieder so ein Feuervieh. Grüne. Schwebende Steine. Ach du Scheiße. Boah, jetzt auch noch eine Spinne, ernsthaft. Was ist das denn? Okay, ich habe ein Problem. Ich bin tot. Ja, ich hab's. Ich höre es. Na dann habe ich eine richtig, 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 richtig weite Strecke, um alles wieder zu kriegen. Naja, ich bin ja hier, also.
Ja, aber da muss ich jetzt erstmal zu dir hin. Der geht ein bisschen auf den Sack. Der stellt sich immer schön ins Gebüsch, wo man ihn nicht sieht. So, da muss ich jetzt zu dir hin. Nein, bitte nicht. Ach, eine Spinne auch noch. Gott, muss ich erstmal gucken, dass ich bis dahin überlebe. So, der Grüne ist tot, jetzt ist hier nur noch eine grüne Spinne. Boah, sind die eklig, ey, da krieg ich richtig einen. Bleib in der Nähe von meiner Kiste, sonst finden wir die nie wieder. Wird wieder auch angezeigt. Ich kann das auch einsammeln, dann ist zumindest nicht weg. Nee, es verschwindet ja nicht. Ich komme ja schon dahin. Es wird wohl ewig dauern, ehe ich dahin gelaufen bin. Bist du denn jetzt respawned? Na, zu Hause. Scheiße. Ja, ja. Ohne Waffen. Und nur mit 3 Leben. Oh, das ist böse. Du musst gleich die ersten Nüsse, die du... Oh Gott, hier sind auch Feuerviecher und jede Menge Nebel. Und oh, ich komme hier überhaupt nicht durch. Ich werde hier gar nicht durchkommen. Scheiße. Braucht man einen Motor, um diese Kiste zu öffnen. Weil ich nicht dabei gehabt. Was für eine Kiste? Na, hier von der Abschussstelle. Nee, einen Motor hätten wir jetzt eh nicht gehabt. Nee. Ich habe einen Computer aufgesammelt, der hier rumlag. Das ist schön, vielleicht kannst du dich ja zum Auto oder du kannst dich in meine Richtung durchschlagen oder sowas. Ich werde nicht lebend ankommen. Soll ich dein Zeug jetzt hier mitnehmen? Ja, nimm. Nee, kannst du gar nicht. Aber ich werde nicht alleine dahin kommen. Ich lass mal Beton da. Scheiße. Also ich nehme auf jeden Fall deinen Sinobäscher mit. Was ist das? Schwefel nehmen wir mit. Ich finde natürlich auch ausgerechnet jetzt keine Nüsse. Gut, dann gucke ich mal, dass ich irgendwie zurückkomme. Nee, bleib mal da. Ich bin ja jetzt schon in dem lila Wald. Also du kannst mir ein bisschen entgegenkommen. Das wäre ganz toll. Discord ist heute wieder ein Traum. Naja. Wenn du mir ein bisschen entgegenkommen würdest, wäre das ganz toll, sagte ich gerade. Naja, ich hab dich schon verstanden. Na, ich verstehe dich gerade gar nicht mehr. Ich sagte, ich gucke mal, ich komme dir entgegen. Naja. Das Problem ist, ich muss hier wahrscheinlich woanders runter. Und auch keinerlei Nüsse, nichts. Keine Pilze. Aber schönes Wasser. Schnecke gehört. Ich laufe hier um mein Leben und er hat eine Schnecke gehört. Ist klar. Entschuldigung, wenn ich schon mal hier irgendwo bin. Ja, ja. Hauptsache erstmal looten. Da. So, jetzt esse ich einen Speckpilz. Da so, ist noch einer. Auch den werde ich jetzt mal essen. Latsch, 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 latsch. Ach, das ist die Schnecke, wo wir nicht rangekommen. Also ich bin nicht sehr stark. Oh nein, 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 nein. Ja, gut. Na
Man sieht übrigens den Space Elevator von hier aus. Das ist ganz toll. Schön, dass du die Aussicht genießt. Hey, ich laufe. Entschuldigung, ich laufe in deine Richtung. Ich kann auch nichts dafür, wenn das Ding da im Sichtfeld ist. Entschuldigung. Ich werde nichts mehr kommentieren. Ich werde jetzt still laufen. Macht nichts, ich bin sowieso gleich wieder tot, wenn das so weitergeht hier. An jeder Ecke sind Bienen. Ich komme jetzt rüber in den Wald. Naja. Es hilft nichts, da komme ich gar nicht mehr weg. Nee. Noch mehr Bienen. Oh, nee. Also ohne Waffe bist du hier aufgeschmissen. Naja, klar, logisch. Die hören auch nicht auf, mich zu verfolgen. Oh, hier gibt's Quarz und ich kann es mitnehmen. Kein Kommentar. Ich bin jetzt hier gerade an dem Weg, wo wir mit dem Auto nicht mehr weiter. Ich bin da im Wasser. Wie komme ich denn jetzt hier rum? Oh nee. Es sind so unglaublich viele Bienen hier, dass ich gleich wieder tot bin. Mann. Ja, ich habe gar keine Chance. Zwei Speckpilze, aber die kann ich nicht mal essen gerade. Wenn ich hier einfach nur laufe, die verfolgen mich auch die ganze Zeit. Die hören nicht auf. Gehst du in meine Richtung oder in die Richtung vom Auto? Na, ich bin jetzt an der Stelle, wo wir mit dem Auto nicht weiterkamen. Also ich komme von der Seite irgendwie rum. Nochmal die Frage, gehst du in meine Richtung oder suchst du das Auto? Ich versuche irgendwie in deine Richtung zu kommen, ja. Sag mal, wie weit verfolgen einem die Viecher denn? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Offensichtlich. So. Du jetzt. Toll, jetzt bist du hinter mir. Und ich bin wieder tot. Cool. Ja gut, das bringt... Du hast nichts verloren, ne? Nee, nur ein paar Speckpilze, aber das bringt so nichts. Nee, dann suche ich jetzt das Auto und komm... Ja. Das heißt, alles, was ich... ich würde sagen, wir beenden die Folge hier, weil die Qualität der Aufnahme ist gerade recht schrecklich. Ja, ich verstehe dich kaum noch. Naja. Gut. Nächstes Mal suchen wir uns also heim, gemeinsam oder getrennt oder wie auch immer. Und ja, schade um den Schwefel und alles andere. Gott sei Dank haben wir die Fest. Das habe ich doch alles mitgenommen. Das habe ich doch alles mitgenommen. Das ist alles nicht weg. Okay. Ich habe nur Kohle gelassen. Es ist egal. Du brauchst gar nicht weiter zu erzählen, man hört dich eh nicht mehr. Okay, an dieser Stelle machen wir Schluss und sagen bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.